Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Arsch. Wir machen weiter mit Mais, wie versprochen. Leider ist noch ein bisschen was zu tun, aber das Ende ist nahe. Also ist nicht mehr ganz so viel wie zum Anfang. Nächste Woche geht es dann weiter. Ja, ich laufe das. Also morgen im Prinzip, morgen im neuen Tag, wenn die Kartoffeln dann reißen, sind Kartoffelernte. Und wenn die Rüben reißen, sind Rübenernte. Ansonsten, ja, mal sehen, beides parallel. Mal schauen. Muss ich auch mal schauen, wie wir das hinkriegen, ne? Abfahren. Die Überladewagen wird es glaube ich nicht funktionieren. Bei Erdfrüchten. Ob ich das erstmal einen Haufen kippe und später mit den anderen aufsammle mit der Maus. Hat da keiner gemacht, hat auch nie gemacht. Muss ich mal sehen, wie viel wir rauskriegen. Also Rüben geht da relativ viel raus. Wenn wir den LKW nehmen mit einem großen Anhänger. Und die werden nicht gehen, der Gelbe wird gehen dafür. Mal sehen. Sofort erstmal zwischenlagern. Das Lager rein. Das war nicht ganz realistisch. Dafür wäre normalerweise anders gelagert. Hallentechnisch, Kühlraum. Und wenn es nach Möglichkeit in Chips werden soll, verarbeitet. Aber halt kühl, ne? Kühl gelagert ist wichtig. Aber kein Frost. Frost mögen sie auch nicht. Da sind sehr empfindlich. Wenn da eine Braunfäule kommt, dann fahren die weg wie, also kann zugucken, wie sie wegfahren. Wenn ich so einen großen Hänger gehabt hätte, wäre es auch nicht anders gewesen. Gut, dann am nächsten Mal, zum nächsten Jahr, dann entsprechend mehr. Vielleicht mache ich auch mit der Fabrik, mal sehen. Bauen ein bisschen Arbeit rein. Müssten wir eigentlich mit diesen hier immer schön verdichten, beziehungsweise zumindest verteilen. So. Da auf die Spur soll zu gehen. So. Ja, nicht bloß Wasser, es ist kalt geworden draußen. Bahn muss nicht sein, es ist kalt. Läuft Timer, läuft Timer, läuft. Vierte Folge heute. Wahnsinn. Dann haben wir eine ein Drittel geschafft. Ja, das klingt immer viel, aber wenn man dabei ist, dann geht es relativ zügig. Relativ. Gut, heute sind Mais ein bisschen blöd. Mais ist ein bisschen, naja, so eintönig kann man sagen. Ne? Aber Ende ist ja an sich, da kann man ja sich sagen. Temperatur hat sich beruhigt, 67. Ja, dauernd. Und zu heiß ist auch nicht gut. Ja, leider kommt der LS ja dieses Jahr nicht. Dieses Jahr nicht. Naja, leider. Ich sag mal so rum, ist es auch vielleicht ganz gut. Weil wir jetzt dadurch mehr Gelegenheit haben, uns das entsprechend auszunutzen der Jahreszeiten. Ne?
sonst hätten wir hier noch ein bisschen was aufhören müssen. Wenn man hochrechnet, wäre es ja im November dann her Neues gekommen. Ne? Da hätte man gesagt, oh, das Alte, wir wollen alle was sehen. Ne? Und selber, wenn man eine neue aufspielen, alle zu. Wenn ein Neues kommt, ist das Alte nicht mehr interessant. Das ist leider so. Technik ist die gleiche wie im 17er, mehr oder weniger. Nur halt grafisch alles deutlich besser. Eindeutig besser. So, jetzt gleich voll der nächste. Auf geht's! Und jetzt haben wir wieder angereicht. Kann er wieder fahren. Gleich mal schneller machen lassen. Hoch auf die, weiß ich, knapp 60 und einstellen dann gehen wir gleich rüber auf dem anderen hier einsteigen und dann mal gleich mal vorne den Verteiler ran. Der Verteiler ist jetzt, wo liegt der rum? Da hinten lassen. Ein bisschen mit der Verteiler. Und hinten abladen. Eigentlich habe ich den Verteiler eigentlich meistens vorne, aber den mal hinten. Das ist im Grunde egal. So. Dazu müssen wir erstmal eben absenken. Ich fahre nochmal rauf in die Mitte. Ich mache nur die Mitte, am Rand mache ich nicht, mit gutem Absicht und gutem Grund. Weil links war das nicht dicht. Und ich habe da jetzt keine Lust, mir groß da zu zaubern. Ich sehe gerade, der Finger erkennt er nicht als Objekt an, schiebt er weiter. Fahrzeug hier, hat er erkannt. So, dann muss ich noch am nächsten starten. Und einen noch. Wir kommen nicht im guten Meer rüber. Also das ist dermaßen uneben, in der Mitte so hohl, dass wir da nicht mehr rüber kommen. Das machen wir ein bisschen bequemer, ne? Nur am Rand würde ich nicht bis ranfahren. Nur wenn ich jetzt unbedingt testen wollte, aber gut. Sag mal, eine Reaktion kam ja jetzt auch nicht. Nur die Nachfrage, ob ich wirklich nicht fahre. Und gut, dann müssen wir halt allein testen. Wenn man gar nicht glaubt, dass es durchgeht.
kann ich halt, da kann ich so entgehen. Gut, das ist auch kein Original-Mod hier, also ja, Mod schon, aber nicht geprüft, getestet, also es kann durchaus sein, dass es bei den Wänden dann doch entsprechend Probleme verursachen könnte. Da so ein Mais haben wir ja nicht, dann werden wir entsprechend hier nur in die Mitte voll machen, ne? Und am Rand entsprechend weniger. Wieder ab, dann ist gut für heute, für das Verdichten. Beziehungsweise das Verdichten machen wir ja automatisch. Jetzt nur mit Crossplay. Jetzt machen wir erstmal hier rüberfahren und leer machen. Ja, 61%, andere 1,4. Ja, immerhin, ne? Könnte mehr sein. Aber warten, dachte ich, ob das da ist. Ne? Gut, immer ausbreiten und immer aussammeln. Fahren wir kurz rüber. Mitte schön. Hier so rechts links. So. Gelacht, wenn wir keinen Berg aufkriegen würden. Muss man sich die anderen Silos kaufen, Feldsilos ohne Wände, dann wäre die Probleme auch nicht da. Mit der Gefahr, dass ich dann entsprechend links und rechts. So. Nö, ich will nicht mit. Ja, wenn er ausgehen soll, geht er nicht aus. Ne? Das ist aber meistens so. Der Gas wegnehmen hier, letzte Runde. Zu schnell. So. Ich glaube, schon Licht anmachen, wa? Wahnsinn, die Zeit vergeht hier. Doch so gut dunkel. Gibt's doch gar nicht. Oh, nee, Zeit nicht, wollte ich sagen. Ich wollte erschrocken. Zahlendreher gehabt hier. Ich dachte schon 18, oder 13. Na, aber 13 machen wir hier auf. So, 1,5 Millionen Liter Mais haben wir jetzt. Noch ein bisschen raus. Ja, 1000 kommt noch. Wenn man ja mit 2 Millionen rechnen, ein Silo, das andere Silo auch nicht 2 Millionen haben, schätze ich mal. Also. Ja, gut, ja, da gibt es ja nicht so viel. Nur 270. Ja, früher erstmal 900. Das ist eine andere Geschichte. Ne? 900 ist natürlich zu kostreich gewesen. Ne? Aber geht mal auf realistische Preise. Eher noch zu teuer. Normalerweise ist das ja nur der Strom von wegen, ja? Egal, gehört mir ja. Da kriege ich nur die Stromvergütung normalerweise.
ja, nach Möglichkeit noch Mist eigentlich nicht, da würde ich noch Dünger machen, ne? Auch wenn es nicht realistisch ist. Aber wir kaufen Dünger, ne? Das ist ja eine Option. Muss ich noch dicken richtig voll machen mit Mist und so, bevor wir nachts auf die. Naja, ich wollte sowieso die Ernte erst erledigen. Bevor uns hier ein Zwischen kommt. Obwohl der Mais, der Gefahr nicht so groß ist, zum einen, weil Mais war noch nicht reif. Das war, man kann es wechseln, aber man kann es nicht dreschen. Also Körner Mais geht es noch nicht. Das war noch so reif, hat man nicht gewählt. Oh, jetzt haben wir jetzt eure Zeit geschafft. So, liebe Zuschauer, das soll es bei euch gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen und zeige mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Ja, wir machen gleich weiter mit Mais. Ja, das Ende ist nahe. Gut, eine Folge, Zeit sollen wir noch dauern. Der erste will gleich wieder abhauen. Und Gas geben. Die Socke von Faul. Oh. Keine Chance. Keine Chance. Und weg ist er. Jo. Ja, mein Plan mal nicht aufgegangen, ne? Das ist langsam. So. So, dann machen wir Schluss für heute. Tschüss. Aber nicht so. Warum wollen die immer noch links abhauen? Tschüss!